Okay, I guess I'll get some sleep. Notify me if anything happens. Affirmative. Entering Vanguard 3's gravitational field. Prepare for entry turbulence. Schon einfach nicht. Also die Grafik ist einfach nur der Hammer, wenn man sagen will. Das Ding ist gelandet oder abgestürzt. So, this is Vanguard 3. Since they haven't contacted me yet, I suppose it'll be a few days before they come rescue me. I better keep an eye out for danger. After all, this is an underdeveloped planet. My quad scanner's picking something up. Moving at 40 clicks. Might be an animal. I hope it's not dangerous. I should use my replicator to make myself a weapon, just in case. A sword would be a good match for this planet's level of development. I don't want to get arrested for violating the UP3. Eile Scheiße. Luckily, I've gotten used to this kind of weapon in the battle simulators. Not that I feel very lucky right now. I sure hope I don't end up having to use this thing. Ja, damit man auf einmal mit der Wirklichkeit konfrontiert. Yeah, that feels about right. The sun will be setting soon. I better find someplace safer to stay by nightfall. If there is any safe place on this planet. Huh? There's something there. I'll try expanding the range a bit. It's picking up humanoids. Based on this reading, I guess it's a village. If I start out now, I might be able to make it by nightfall. I'll go. I know it's a UP3 infringement, but this is an emergency. They'll probably cut me some slack if I keep a low profile. Und wir haben das einfache Schwert erhalten. So, endlich. So, jetzt sind wir das Story mal vorübergehend ein bisschen durch. Wir haben noch nichts, wir haben jetzt Ausrüstungsfenster, klar, das Schwert haben wir jetzt automatisch an. Was ist das denn eigentlich? Metallpipe, nein! Also man könnte auch Metallrohr nehmen, das immer noch bei sich, hat mir aber irgendwie cool, dass das noch hat. Wir behalten natürlich das Schwert. Yeah. So, was natürlich sein muss, Speicher. Yep. Ups, ja, wir sprechen. So, geschafft. Ja, was ich halt hier auch cool finde, ist, wir sehen jetzt hier den Namen von der Map, wo wir sind. Bisotter Forest. Ich hoffe, ich spreche nicht aus, Bisotter. Keine Ahnung. Und wir haben bis jetzt von der ganzen Map 1,2% erforscht. Und das ist auch cool, dass man hier die ganzen Maps erstmal erforschen muss. Wobei exakt 100% zu kriegen ist eigentlich fast ein Ding der Unmöglichkeit, weil man dann wirklich jede Ecke, jede Grashalm irgendwie berühren muss, damit es irgendwie Prozente gibt. Seht ihr ja, es steigt da unten. Selbst wenn ich hier irgendwie so an der Rand, wo eigentlich gar nichts ist, langlauf, hier so, ne? Seht ihr? Ja gut, da schon. Okay, Kampf. Wie gesagt, es ist schwer da wirklich 100% zu erreichen, aber ist auch nicht notwendig. Wie ich weiß, gibt es keine extra, wir haben hier einen Kampf gegen so einen Flupper-Dingster-Kumster.
kaputt. Ist es? Wow, ein XP. Ich bin beeindruckt. Wie viel Geld habe ich denn eigentlich mittlerweile? Wow, 88. Geile Sache. Nee, also gehen wir mal weiter hier nach oben. Okay, das war's gerade. Weiter, 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 weiter. Hm. Nehmen wir erstmal ein bisschen gucken, was so alles gibt. Okay. Hm, das sind 20%, fast. Und die Map nimmt auch langsam Gestalt an, wie ihr seht. So. Ihr seht hier, genau, ich laufe hier am Rand vorbei. Und trotzdem kriege ich ganz minimale Prozente, wie gesagt. Das heißt, was ich vorhin gemeint habe. Weiter, noch eine Sackgasse. Da auch. Na, wir haben so einen scheiß Baum hängen geblieben. Ja, Gegner können auch langsam mal kommen. Ob es jetzt kommt irgendwie nach Fingal, ich will wieder sowas. Und wie gesagt, Zukunftskämpfe gibt es hier, glaube ich, irgendwie nicht wirklich, wenn ich richtig in Erinnerung habe. Weil man hier den Gegner berühren muss, damit der Kampf beginnt, und das ist. Hat schon einen Vorteil, aber auch einen Nachteil. Was heißt Nachteil? Was ist da ein Nachteil eigentlich? Gute Frage. Was habe ich denn da für eine Scheiße? Für mich, finde ich, gibt es nur Vorteile. So, weiter. Was haben wir denn hier? Ah, geht's weiter? Okay. Forschen wir weiter. Das sind jetzt bei 40%. Cool. Und wir suchen, wie gesagt, für die eigentlichen. Für die es eigentlich nicht so mächtig sind, wir suchen einen sicheren Ort zur Übernachtung, weil die Sonne bald untergeht, und ja, Fade hat sich gefragt, gibt es überhaupt einen sicheren Ort in diesem Kapuff, wo man übernachten könnte. Weil, wie man es hier auch seht, die der Sohn sein ist so arg weit zu sein wie auf dem Planeten, wo wir jetzt herkommen. Weil auf dem Planeten, wie wir gesehen haben, da war ja alles irgendwie hochmodern über Gebäude und Denkmäle und wenn ich was alles und hier. Also alles nur Wald und so. Also nicht, dass ich das hässlich finde oder so, aber Fortschritt ist hier halt noch nicht so verbreitet. Ob wir noch an den Boomern glauben? Oh! Typen. Gestalten. Menschen. Ja, okay, ich soll mich hier verpissen, und wer weiß, ein Geier ich bin, der hab ich nie gesehen und weiß nicht was, bla bla. Unwichtig eigentlich auch. Vorerst. Hier unten ist noch. Ne, ist gar nichts. Wie gesagt, wie ihr seht, ich komme gar nicht auf 100%. Definitiv nicht. Was waren es jetzt? 72? Oh, ich habe ein Dorf gefunden. Tipp ich jetzt mal. Eine Höhle, irgendwas, keine Ahnung. Irgendwas zum Übernachten. Und Faye ist erschöpft von den ganzen bösen Dämpfen. Wie waren's? Zwei oder drei? Made it. Finally. Ja, das ist Realität, das ist keine Computer-Simulation. Block. Elfen? Hey! Sind wir jetzt hier in der parallelen Zelda-Welt gelandet? What's wrong, Mister? You got a bellyache? Sieht hier nicht putzig aus mit den Öhrchen. Bobbit, der ist so geil. Okay, sie ruft Niklas, wer auch immer Niklas ist. Es hört schon nach Feuer an. Ja, es ist Feuer. Okay, anscheinend Albtraum von Fate. Ach, auf einmal hat sie die Hose zu. Ist so klar. Jetzt ist wieder auf mir, ey, das ist doch beschiss, ey, das kann mir keiner erzählen.
Achte doch mal auf so kleine Fehler, wenn ihr das Spiel programmiert. Mann, 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 Mann. Ja, das ist so ein Scheißraum. Also Albträume kenne ich. Natürlich ein bisschen anders da, aber egal. Sei froh, was nur ein Traum war. Wäre schlimm, wenn es wirklich wäre. Gewesen wäre, in dem Fall. Aber die Zukunft. Ach, scheiß drauf. Ihr wisst, was ich meine. Und wie gesagt, wir sind jetzt hier dieser Zelda-Parallel, Elfen, Mittelalter, Armutsstand, wie auch immer.